Paris am Morgen. Eliteeinheiten der französischen Polizei belagern eine Wohnung im Norden der Stadt. Explosionen sind zu hören und immer wieder Schüsse. Eine Frau sprengt sich in die Luft. Mehrere Polizisten werden verletzt. Es gibt 7 Festnahmen. Die Razzia soll auf den Drahtzieher der Anschläge gezielt haben. Nach 7 Stunden ist sie vorbei. Die Terrorgefahr erreichte gestern auch Deutschland. Gehen Sie einfach ganz normal nach Hause. Das Spiel findet nicht statt. Das Freundschaftsspiel Deutschland-Niederlande wird abgesagt kurz vor dem Anpfiff. Das Stadion wird abgesperrt. Innenminister de Maizière bittet kurz darauf um Vertrauen. Dass wir gute Gründe hatten, bittere Gründe, das so zu entscheiden. Willkommen zum ZDF-Spezial. Dramatische Stunden liegen hinter uns zwischen Hannover und Paris. Ein Länderspiel abgesagt wegen konkreter Anschlagsgefahr. Manch ein Fan sagt im ersten Frust, jetzt hat der Terror gesiegt. Sicherheit ging vor Freiheit. Und während wir hier noch darüber diskutieren, was das alles für unser Leben heißt, explodieren im Pariser Vorort Saint-Denis am frühen Morgen Granaten. Es gibt wilde Schusswechsel. Spezialeinheiten machen Jagd auf Hintermänner des blutigen Anschlags vom Freitag. Saint-Denis zwischen Straßenkampf und stillem Gedenken. Christel Haas berichtet. Die Kathedrale von Saint-Denis. Hier liegen alle französischen Könige begraben. Die Zeiten der Monarchie sind lange vorbei. Die Stadt im Norden von Paris gilt inzwischen als sozialer Brennpunkt. Arbeitslosigkeit, Drogen, Waffen und ein hoher Ausländeranteil. Nun auch noch der Terror. Am Freitag im Stade de France und heute, nur wenige Gehminuten entfernt, der Zugriff auf die möglichen Komplizen. Dass so etwas hier bei uns passiert, das ist wirklich erschreckend. Ich finde das unglaublich und irgendwie auch böse. Das haben wir nicht verdient, vor allem, weil immer der Islam beschuldigt wird. Ich fühle mich hier trotzdem sicher, trotz unseres schlechten Rufes als Stadt. Schulen und Kindergärten sind heute geschlossen, aus Sicherheitsgründen. Nur die Universität ist geöffnet, aber es kommen nur wenige. Wir haben alle reingelassen, die kamen. Aber wir haben auch versucht, alle darüber zu informieren, dass sie besser zu Hause bleiben. Leere Haltestellen, heruntergelassene Gitter. In Saint-Denis fuhr heute weder Metro, Bus noch Straßenbahn. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Was da passierte heute am frühen Morgen, muss für viele Anwohner ein Albtraum gewesen sein. Schüsse, ganze Salven, minutenlang. Explosionen und Festnahmen. Soldaten unterstützen die Einsatzkräfte, regeln das gesamte Viertel ab. Alle Einwohner werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Nervosität ist riesig. Passanten, die dennoch auf der Straße sind, werden abgedrängt. Ich bin runtergegangen, um nachzuschauen, aber sie haben mich sofort wieder zurückgeschickt. Es gab so viele Querschläger. Das alles passierte in der Wohnung über mir. Die Polizei hat die Türen blockiert, um zu verhindern, dass wir da rausgehen. Sie haben mir gesagt, ich soll mich hinlegen und die Lichter ausmachen. Der Zugriff erfolgte nach der Auswertung eines Handys, das einer der Attentäter vom Freitag in einen Mülleimer geworfen hatte. Die darin enthaltenen Daten führten die Ermittler zu den beiden Wohnungen. Islamistische Tendenzen gibt es gerade in Saint-Denis immer öfter, sagen Experten. Es sei nicht verwunderlich, dass sich die Hintermänner ausgerechnet hier aufgehalten haben. In Saint-Denis erleben wir einen zunehmenden Radikalisierungsprozess. Ich arbeite seit 28 Jahren hier und was ich beobachte ist, dass vor allem und immer mehr Jugendliche extremem Gedankengut verfallen. Das ist der perverse Effekt der Attentate vom Freitag. Die Jugend vor einer solchen Radikalisierung zu bewahren, das ist neben dem Antiterrorkampf die große Aufgabe in Frankreichs Vorstädten. Es kann jeden treffen, überall. Das ist die grausige Botschaft der kriminellen Täter von Paris. Und das verändert vieles auch hier. Denn auch Deutschland ist ein erklärtes Angriffsziel von Islamisten. Daran lassen die Sicherheitsbehörden keinen Zweifel. Wie also umgehen mit der Bedrohung, die latent über allem schwebt und doch nie so recht zu greifen ist? Darüber haben Peter Frey und Bettina Schausten mit Innenminister de Maizière gesprochen.
Zunächst aber ein Blick auf die Reaktionen heute in Berlin. Andreas Huppert. Die Polizei rüstet auf. Deutlich mehr Personal, schwer bewaffnet, deutschlandweit, so wie hier am Hamburger Hauptbahnhof. Die Terrorattacken von Paris hinterlassen ihre Spuren, auch bei uns, in unserem Alltag. Berlin, Kanzleramt am Vormittag. Nach der regulären Kabinettssitzung ruft Angela Merkel noch das Sicherheitskabinett zusammen. Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und die Geheimdienste sollen die Bedrohungslage für Deutschland analysieren und auswerten. Deutschland ist Feind des IS, so sieht der IS uns, genauso wie alle westlichen Staaten. Und wir haben schon seit geraumer Zeit darauf hingewiesen, wenn der IS uns treffen kann, wenn der IS Terroranschläge in Deutschland durchführen kann, wird er es tun. Das ist unsere große Sorge. Auch die gestrige Länderspielabsage in Hannover wird ausführlich diskutiert und als unbedingt notwendig eingestuft. Das sind schwierige Entscheidungen, vielleicht die schwierigsten Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit. Aber gestern ist sie, und das ist richtig, im Zweifel für die Sicherheit getroffen worden. Im Zweifel für die Sicherheit. Die Linke kritisiert in diesem Zusammenhang den Bundesinnenminister. Der hatte gestern auf die Frage, welche konkreten Hinweise denn zu der Spielabsage geführt hätten, gesagt: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Herr de Maizière sagt, er will nichts sagen, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern. Damit leistet er einen erheblichen Beitrag, Bevölkerung zu verunsichern. Und das ist in dieser Situation unverantwortlich. Wie also umgehen mit der Terrorbedrohung und was bedeutet das für anstehende Großereignisse oder für die Fußball-Bundesliga am Wochenende? Das wäre der erste Sieg der Terroristen, wenn wir uns unser Leben wegnehmen lassen würden. Und dazu gehören einfach Dinge, die Spaß machen, wie Fußballspiel, wie ein Weihnachtsmarkt, wie unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen. In der Düsseldorfer Altstadt bauen sie gerade die Stände für den Weihnachtsmarkt auf. Und den Händlern hier ist eine mögliche Anschlagsgefahr durchaus bewusst. Ich glaube schon, dass die Leute kommen werden. Vielleicht in den ersten Tagen ein bisschen Zurückhaltung, solange diese Nachrichten jetzt so ganz frisch sind. Unser gesunder Menschenverstand ist einfach gefragt, ein bisschen vorsichtig zu sein, aufmerksam zu sein und im entsprechenden Falle schnell zu reagieren. Was da passiert, es geht uns doch schon alle nah. Und wir sind auch eine Nation. Und ja, wir haben Angst. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, noch herrschen Ungewissheit und Angst. Die Anschläge von Paris hinterlassen ihre Spuren, auch bei uns. Was nun, Herr de Maizière? Sie haben gestern keine Details genannt, warum das Fußballspiel Deutschland-Niederlande in Hannover kurzfristig abgesagt wurde und stattdessen erklärt bei Ihrer Pressekonferenz, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Haben Sie damit nicht selbst zur Verunsicherung beigetragen? Das mag sein, aber die Bevölkerung wusste, glaube ich, und weiß, wenn wir ein solches Fußballspiel absagen nach langer Beratung, dass wir das nicht leichten Herzens tun, dass es schwerwiegende Hinweise gab, die eine Gefahr bedeutet hätten. Und ein Innenminister darf und muss nicht alles sagen, was er weiß. Dafür gibt es, glaube ich, Verständnis. Trotzdem sind unsere Zuschauer damit nicht zufrieden, wie sie kommuniziert haben. Holger Nickel zum Beispiel schreibt uns auf Facebook, den Menschen zu sagen, sie würden es nicht verstehen und verunsichert werden, das ist eine Frechheit. Und Thorsten Drees fragt ein bisschen sachlicher, wäre es nicht besser, wenn jeder wüsste, wie und worauf man sich jetzt vorbereiten muss? Den Hinweis, den wir hatten, haben wir ernst genommen. Aber wir wissen bis heute nicht, ob der Hinweis so zutraf. Das ist eben diese Abwägungsentscheidung. Und wenn wir das offengelegt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich herbeigeführt, dass wir nicht von dem Hinweisgeber wieder solche Hinweise bekommen. Er wäre demaskiert worden als der, der den Hinweis gegeben hat. Und all das ist für die Zukunft nicht im nationalen Interesse der Sicherheit eben dieser Bürger, die das kritisieren. Also im Grunde können Sie noch nicht sagen, ob es vielleicht möglicherweise ein Fehlalarm war. Das wäre ja fast eine gute Nachricht, wenn es so wäre. Aber können Sie dennoch sagen, der Ausgangspunkt war ja offenbar eine Warnung vor Sprengstoff, gar in einem Einsatzfahrzeug. Gibt es dazu Erkenntnisse, die Sie doch mitteilen können? Ich will zunächst mal die Geschichte noch mal erzählen. Am Montagabend gab es einen diffusen Hinweis. Von denen haben wir viele. Ich habe nicht ohne Grund seit Paris immer darauf hingewiesen, auch im ZDF, dass es immer wieder Hinweise gibt und wir uns schwer tun, das zu bewerten. Das wurde nicht so ernst genommen, aber ich habe das nicht ohne Grund gesagt. Und bei diesem diffusen Hinweis hätten wir das Fußballspiel stattfinden lassen. Vielleicht mit einem fatalen Ergebnis.
Im Laufe des Tages haben sich die Hinweise aber verdichtet. Und dann haben wir gesagt, das ist nicht zu verantworten. Vielleicht war es aber überflüssig. Das ist so bei diesen Hinweisen. Und deswegen ist die Abwägung so schwer. Und deswegen ist die Offenlegung nicht so leicht möglich. Wir haben auch Fälle, wenn ich das noch schnell sagen darf, wir haben auch Fälle, wo wir gar nicht informieren, das Risiko gehen, einen Hinweis nicht für wichtig nehmen und hoffen, dass die Veranstaltung gut zu Ende läuft und niemand weiß Bescheid. Das muss auch möglich sein. Und dieser Hinweis, der Sie dann letztlich dazu geführt hat, kam von einem französischen Geheimdienst, einem ausländischen? Gute Frage. Er kam von einem ausländischen Partner. Und bezog sich auf Sprengstoff? Bezog sich auf eine bestimmte Anschlagsart und Weise rund um dieses Fußballspiel. Mehr möchte ich nicht sagen. In Hannover wird ganz konkret darüber diskutiert, ob ein Fahrzeug mit Sprengstoff auf dieses Gelände eingedrungen ist. Die Untersuchungen haben ergeben, dass es im Bereich des Stadions keinen Sprengstoff gegeben hat. War es denn ein Fehler, Herr de Maizière, das Fußballspiel überhaupt anzusetzen, statt des Symbols für Frieden und Freiheit? So ist es ja dann inszeniert worden und verstanden worden. Symbol für unsere Lebensweise. Ist daraus doch geradezu eine Demonstration geworden, wie schnell man Deutschland einschüchtern kann? In England hat es ein wunderbares Fußballfest gegeben, bei dem Spiel Frankreich gegen England. Das Spiel ist ja auch nicht demonstrativ angesetzt worden nach Paris. Das war ein lange verabredetes Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden, soweit man da von Freundschaftsspielen sprechen kann. Aber das war also immer die Frage, warum sollen wir das eigentlich absagen wegen Paris? Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen es nutzen, um uns solidarisch zu zeigen mit Frankreich. Das ist jetzt zwar, was die Solidarität angeht, gelungen, aber nicht, was diese große Geste angeht. Und das ist das bittere Ergebnis dieses Tages. Nur trotzig das durchzuführen mit vielleicht einem zu hohen Risiko, das ist nicht zu verantworten. Interessant war, was Sie eingangs sagten, dass Sie ja doch häufig Entscheidungen offenbar treffen müssen, selbst wenn ein gewisses Risiko da ist. Das ist, Sie sind der Sicherheitsminister, Sie müssen im Grunde ständig sozusagen sagen, wann ist der Punkt gekommen, wo wir etwas so absagen. Wie oft kommt das vor? Wie oft haben Sie schon etwas stattfinden lassen, trotz eines dann kalkulierbaren Risikos? Nicht alles erreicht mich. Manches wird auf der Ebene der Sicherheitsbehörden schon abgearbeitet, aber ein paar Mal im Jahr. Ein paar Mal im Jahr. Und werden Sie mit Blick auf die Bundesliga, Fußballspiele, die am Wochenende stattfinden, gehen Sie davon aus, Sie werden häufiger und wieder so entscheiden müssen? Das ist eine Gefahr, ein Risiko, dass wir jetzt auf den Hinweis etwas gemacht haben, dass andere sagen können, aha, offenbar können wir einen Hinweis geben und dann findet nichts mehr statt in Deutschland. Deswegen möchte ich auch ja noch mal sagen, was ich gestern gesagt habe. Wir wollen keine Hinweise geben auf unser zukünftiges Verhalten. Das muss unberechenbar bleiben, auch im Interesse der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen dürfen wir solchen Hinweisen in Zukunft, die jetzt vielleicht extra kommen, nicht einfach nachgeben. In Paris hat es heute ja einen Antiterror-Einsatz gegeben gegen mögliche Drahtzieher und Komplizen der Anschläge von Paris. Das hat stundenlang gedauert, wilde Schießereien, Tote hat es gegeben, auch Verhaftungen, Festsetzungen. Gibt es da Verbindungen nach Deutschland? Der Einsatz bei Aachen gestern war ja offenbar eine Art von blinder Alarm. Wir prüfen jeden denkbaren Deutschlandbezug. Da war dieser Kurier für Waffen, der einen Bezug nach Frankreich hat, aber möglicherweise nicht zur Tat. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber das steht schon fest, dass er ein Kurier war? Also das haben naja, wir wenn, jemand, wenn, jemand, wenn jemand diese Waffen verbaut in einem PKW, sodass man sie nicht gleich erkennt, nach Frankreich fährt, das Navigationsgerät zeigt, dass er mehrfach in Frankreich war, also gependelt ist. Er spricht alles für eine Kuriertätigkeit. Mhm. Aber heißt, vielleicht auch im Bereich der organisierten Kriminalität. Aber das würde ja bedeuten, Herr de Maizière, dass man da was übersehen hat. Dass, wenn einer pendelt, dauernd hin und her fährt, Kalaschnikows im Gepäck hat, da müsste doch jemandem auffallen, das könnte was mit Terror zu tun haben. Ja, wenn man weiß, dass, wenn man das rauskriegt. Das war ja das erste Mal, dass man das rausgekriegt hat. Und das war ja gut, dass das so stattgefunden hat. Im Nachhinein weiß man, es gab offenbar mehrere Fahrten. Wofür wird weiter geprüft? Zu dem Aachener Fall möchte ich gerne etwas sagen. Das hat sehr gut geklappt. Es gab einen Hinweis, dass eine bestimmte Person ein gesuchter
Attentäter oder im Umfeld des Attentäters befindlicher Mann dort ist. Und dann hat die nordrhein-westfälische Polizei sehr klug, sehr professionell, sehr effizient einen Zugriff gemacht. Und dann hat sich herausgestellt, es war die falsche Person. Das ist nicht zu kritisieren, sondern zu loben. Es kann auch sein, dass wir solche Einsätze in Zukunft mehr haben. Mhm. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Nochmal zu dieser Kurierfahrt. Sie sagen, es ist eben erst am Ende dann aufgefallen und ist es jemand ja auch festgenommen oder festgesetzt worden. Aber hätten die deutschen, die bayerischen oder auch die französischen Behörden nicht wachsamer sein müssen und aufmerksamer sein müssen, dass es sich hier um die Vorbereitung eines solchen großen Attentats handeln könnte? Dieser Fall war ja Anfang November. Er ist gemeldet worden an die französische Seite. Die französische Seite hat auch rückgemeldet. Und das wird sicher weiter untersucht, woran das irgendwie lag. Aber ich finde, wir sollten nun gar nichts tun, um in irgendeiner Weise jetzt Frankreich zu kritisieren. Schwere Waffen. Die Attentäter von Paris waren entsprechend ausgestattet mit Maschinenpistolen, Sprengstoffgürteln und waren ja außerordentlich entschlossen. Jetzt fragen sich hier viele, könnte die deutsche Polizei sowas eigentlich wirklich abwehren? Gibt es die richtige Ausstattung? Muss die Zahl aufgestockt werden? Was können Sie da sagen? Was hat das jetzt für Konsequenzen einfach für die Ausrüstung und für die Zahl der deutschen Polizei? Das ist ja eine noch viel dramatischere Tat als bei Charlie Hebdo, aber insoweit ähnlich. Es gab einen brutalen Erstschlag und dann folgende Maßnahmen, die zu weiteren Toten geführt haben. Wir haben das sehr genau analysiert nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo und Konsequenzen gezogen. Es gibt ein Sicherheitspaket, was die Regierung beschlossen hat, mit zusätzlichen Stellen für die Sicherheitsbehörden, mit zusätzlicher Ausstattung. Und wir schaffen einen neuen Typ von Polizisten bei der Bundespolizei. Bei den Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei gibt es spezielle Einheiten, die solche robusten Lagen bestehen können. Aber neben wie viele der GSG sind das? 9. Das sind werden ja noch nicht im Einsatz. Nein, das werden dann einige hundert sein. Und die erste Einheit ist Ende dieses Jahres ausbildungsfertig. Das ist sehr schnell. Aber gebraucht hätte es ja, werden ja Tausende. Das BKA hat in Deutschland 420 Personen als Gefährder gelistet. Der Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt sagte, man braucht 40 Polizisten, um auch nur einen Verdächtigen lückenlos zu observieren. Da kann man sich das leicht ausrechnen. Das macht über 16.000 Einsatzkräfte. Kann das die Polizei leisten? Im Bereich der Landespolizeien sind ja viele tausend Stellen abgebaut worden. Das beginnt sich gerade zu ändern, Gott sei Dank. Der Bund, wir schaffen jetzt mit dem neuen Haushalt knapp 4.000 neue Stellen im Sicherheitsbereich. Bundespolizei, BKA, da sind die nicht zu öffentlich zu nennenden Stellen des Bundesamtes für Verfassungsschutz noch gar nicht mitgezählt. Die kommen noch obendrauf. Die Länder stellen auch wieder ein. Ich sage auch, das dauert ein bisschen. Polizisten kann man nicht sofort einstellen und in den Einsatz bringen. Aber sie können auch und sollten auch nicht alle Gefährder rund um die Uhr bewachen. Manchmal will man auch sehen, was sie tun. Manchmal sind die Aktivitäten extra runtergefahren. Sie sind sozusagen als Schläfer tätig, um vielleicht uns in Sicherheit zu wiegen. Auch taktisch gesehen muss man mit Gefährdern unterschiedlich umgehen. Die Polizei hierzulande, um die geht es ja auch immer noch, wird jedenfalls mehr zu tun bekommen. Und da wollen wir auch noch mal die Fragen unserer Zuschauer mit reinnehmen, die sich natürlich jetzt fragen. Sie hatten schon die Fußball-Bundesliga angesprochen. Was ist mit Weihnachtsmärkten, die jetzt nach und nach alle öffnen? Wir schauen mal auf das, was Peter Lubeck uns geschrieben hat. Nach all den Vorkommnissen in Frankreich und Belgien, Herr de Maizière, stelle ich mir die Frage, wie sich Deutschland sicher sein kann, dass keine Terroristen den nächsten Weihnachtsmarkt stürmen und wild um sich ballern. Muss ich um jede Budenecke schauen, ob da nicht einer steht mit einer Knarre in der Hand? Ist es so? Sehen Sie, ich bin das zweite Mal Innenminister. Und ich habe in der Weihnachtszeit vor 5 Jahren eine Terrorwarnung ausgesprochen. Vielleicht erinnern sich die Zuschauer. Da ging es um den Reichstag und auch um Weihnachtsmärkte. Und das war eine konkrete Drohung gegen bestimmte Ziele von bestimmten Personen. Auch da waren wir unsicher, ob es zutrifft. Im Nachhinein hat es sich als berechtigt herausgestellt. Und trotzdem sind die Menschen auf die Weihnachtsmärkte gegangen. Und ich glaube, das tun die Menschen jetzt auch. Wir können und wollen unsere Lebensweise nicht ändern. Aber können Sie sich auch sicher fühlen? Ich kann nicht ausschließen, dass es irgendwo in Deutschland einen Terroranschlag gibt. Ich kann aber sagen, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern alles tun, um das zu verhindern.
Und das ist das Maß von Sicherheit, das wir geben können. Herr Demeser, die Terrorwelle in Paris, die Bedrohung in Deutschland fällt ja in eine Zeit ohnehin der Verunsicherung angesichts der vielen Flüchtlinge, die zu uns ins Land kommen. Sie haben ja eindringlich appelliert, direkt nach Paris, die eine Diskussion mit der anderen nicht zu vermengen. Das wollen wir hier auch nicht. Aber was macht Sie denn so sicher, dass über die Balkanroute keine Terroristen kommen? Das macht mich gar nicht sicher. Wir prüfen auch, ob es Verbindungen gibt. Wir haben Ermittlungsverfahren, wo aus Erstaufnahmeeinrichtungen heraus behauptet wird, es seien Terroristen unter den Flüchtlingen. Wir haben diesen syrischen Pass in Paris, wo die Spur geprüft wird. Wir haben etwa 100 Hinweise, dass es so sein könnte. Bisher ist es noch nicht der Fall. Bisher gibt es keinen Hinweis, dass sich Terroristen als Flüchtlinge ausgeben. Wenn sich das ändert, ist es anders. Aber bisher ist es nicht so. Und da es so ist, sollten wir die politischen Themen trennen. Flüchtlingsdebatten kann man streitig führen, in Maßen. Soweit es nicht gegen die Menschenwürde geht und ein sprachliches Niveau nicht unterstritten wird. Beim Terrorkampf ist Gemeinsamkeit geboten. Stören Sie da eigentlich die Töne, die teilweise gerade auch am Anfang jetzt nach Paris aus der CSU teilweise kamen? Das ging ja ganz schnell zu Ende. Es gab ja konkrete Sorgen aus dem zuständigen Bundesamt für Migration, die dort angemeldet wurden. Wenn Zehntausende nicht einmal in Deutschland registriert werden von den Flüchtlingen, hat dann der Staat überhaupt noch die Kontrolle, wer im Lande ist? Wir wollen Recht und Ordnung stückweise wiederherstellen, auch bei dem Flüchtlingsthema. Dazu gehört nicht nur die Registrierung, sondern vor allem die Verknüpfung der Registrierten. Das ist bisher aus Datenschutz- und technischen Gründen nicht möglich gewesen. Und wir sind dabei, das zu ändern in einem sehr anspruchsvollen IT-Projekt. Wir wollen das im Februar etwa schon ausrollen, sodass ganz klar ist, wenn einer an einem Ort ankommt, kommt in einen zweiten Ort, dass wir wissen, wo er war. Wir wollen, dass die Flüchtlinge sich nicht selber zuteilen, wo sie gerne hinwollen, sondern da, wo wir sie hinverteilen. Wir wollen keine Doppelmeldung, wir wollen keine Schwundquote. Aber bisher ist das Recht und die Technik nicht so, dass wir das hinbekommen. Und deswegen gehen wir das an. Sie sagen, die Sicherheitslage ist nach wie vor durchaus brisant. Wenn wir mal nach vorne gucken, wie lange geht das? In was für einem Zustand befindet sich jetzt das Land, aber auch mit Blick auf die nächste Europameisterschaft, also das nächste Jahr. Worüber reden wir? Über 1, 2, 10 Jahre, den wir uns jetzt auf eine solche veränderte Lage einstellen müssen? Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, eine längere Zeit. Dieser sogenannte Islamische Staat hat mit seinem Bekennerschreiben eine Serie angekündigt. Er ist vermeintlich stark, sind auch propagandistisch stark mit Internet und allem. Deswegen müssen wir uns nicht bange machen lassen. Wir sind wehrhaft. Und es gibt ja auch außenpolitische Initiativen rund um das Thema Syrien, um auch da stärker als bisher zu kämpfen. Aber die Terrorgefahr wird längere Zeit bestehen bleiben in Europa und in Deutschland. Und wir müssen leben mit dem Terror. Ob jetzt längere Zeit Monate oder Jahre sind, will ich nicht vorhersagen. Aber das ist keine Sache von Wochen. Vielen Dank. Thomas de Maizière war das, der Bundesinnenminister beim ZDF-Spezial. Und hier geht es jetzt unmittelbar weiter mit Matthias Vornhoff. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der IS bedroht die gesamte Welt, so Frankreichs Präsident Hollande, der mehr als nur Solidarität in Worten und Schweigeminuten einfordert. Hollande erwartet militärischen Beistand auch von Europa. Es ist eine heikle und in der EU bisher einmalige Bitte um Unterstützung. Ausgang ungewiss. Deshalb sucht Frankreich jetzt auch den Schulterschluss mit Russland und den USA. Der gemeinsame Feind IS verbindet. Eine neue Allianz entsteht mit einer neuen Strategie, wie Michael Renz berichtet. Der Oberbefehlshaber auf seinem Feldherrnhügel. Medienwirksam besucht Wladimir Putin das Hauptquartier seiner Streitkräfte, lässt sich vor den Augen der Öffentlichkeit von Generälen und Admirälen Bericht erstatten. Die melden brav, wie viele Ziele in Syrien man mit wie vielen Bomben getroffen hat. Die Aussage der Bilder ist klar. Seht her, wir tun was gegen die Terroristen. Am Ende präsentiert der Präsident noch einen neuen Verbündeten. Bald wird sich unserer Flotte ein französischer Marineverband mit einem Flugzeugträger nähern. Sie werden sich direkt mit ihm in Verbindung setzen und mit ihnen als Verbündete zusammenarbeiten.
Moskau und Paris, Seit an Seit wollen die neuen Verbündeten nun losschlagen. Noch vor kurzem war das undenkbar. War Russland wegen der Krisen auf der Krim und in der Ostukraine international geächtet, wurde sein Engagement in Syrien kritisiert. Doch jetzt scheint Moskau wieder salonfähig. In Syrien selbst führt ohnehin kein Weg an Russland vorbei. Russland hat mit der militärischen Intervention, der Entsendung vor allem von Flugzeugen, deutlich gemacht, dass es einen Platz am Verhandlungstisch haben will und dass eine Lösung ohne Russland nicht möglich ist. Gleichzeitig zeigt Russland Entschlossenheit und Härte in einem Maß, wie wir das von anderen Akteuren im Syrien-Konflikt nicht kennen. Ich denke da vor allem an die USA. Frankreich demonstriert ebenfalls militärische Stärke, schickt seinen einzigen Flugzeugträger, die Charles de Gaulle, ins östliche Mittelmeer, will den IS stärker bombardieren. Doch allein ist die Grande Nation militärisch zu schwach. Zwar spricht Präsident Hollande vom Krieg, weiß aber, dass er ihn allein nie gewinnen kann und ruft nach Verbündeten. Wir brauchen heute mehr Angriffe auf den IS. Und das ist genau das, was wir auch machen. Und wir unterstützen all jene, die gegen den IS kämpfen. Aber wir brauchen auch einen Zusammenschluss aller Kräfte, die wirklich gegen diese Terroristen kämpfen wollen. In einer großen und geeinten Koalition. Doch die europäischen Verbündeten zögern. In Italien heißt es, man mache bereits sehr viel gegen den IS. Es sei nicht der Moment für weitere Schritte. Spanien bietet logistische Unterstützung an, verlangt aber für militärische Hilfe unbedingt ein Mandat der UNO. Deutschland will Frankreich zwar in Afrika entlasten, eine Beteiligung an Luftschlägen steht aber nicht auf der Tagesordnung. Einzig Großbritannien will die Luftangriffe der Royal Air Force ausweiten. Premier Cameron braucht dazu aber das Okay des Parlaments. In Paris ist man unglücklich über das Zögern der Nachbarn und schaut sich daher nach anderen Partnern um. Neue Kooperationen scheinen möglich. Auch die in Frankreich traditionell kritisch gesehenen Amerikaner werden nun hofiert. Am 24. November fliegt Präsident Hollande nach Washington. Dort sieht man eine Ausweitung des Kampfeinsatzes allerdings kritisch. Doch auch Präsident Obama redet jetzt wieder mit Wladimir Putin. Manche sprechen gar von einem Ende der Eiszeit. Und im Studio begrüße ich jetzt Marwan Abutam. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind Islamwissenschaftler und Sie beobachten für das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz die Salafisten-Szene in Deutschland. Das sind, wenn ich es richtig weiß, etwa 7.500 Menschen? Für Deutschland. Für deutschlandweit? In Deutschland sind es deutschlandweit etwa 8.000 Personen. In Rheinland-Pfalz haben wir eine kleinere Gruppe. Was glauben Sie denn, wie gefährlich sind die, die aus Syrien zurückkehren ins Land? Gut, diejenigen, die nach Syrien gegangen sind, um sich dort halt IS anzuschließen, sind Leute, die tatsächlich halt begeistert sind, scheinbar zumindest waren, von dieser Ideologie. Das Problem der Rückkehrer ergibt sich daraus, dass wir eben nicht wissen, ob es halt sich handelt um Personen, die desillusioniert sind und damit letztendlich halt deradikalisiert sind, oder ob es Personen mit Auftrag sind. So ähnlich wie wir das in anderen Terroranschlägen letztendlich beobachten konnten. Personen, die dort trainiert worden sind, eine entsprechende Ausbildung haben, mit einem Auftrag nach Deutschland zurückkommen, um hier eventuell einen Anschlag durchzuführen. Sind also auf jeden Fall eine potenzielle Gefahr in diesem Bereich. Was würden Sie denn sagen, wie wird denn da rekrutiert? Was sind das für Menschen, die sich rekrutieren lassen? Wenn man sich die verschiedenen Biografien anguckt, dann merkt man, das sind unterschiedliche Motive, warum man sich IS anschließt oder zumindest einer radikalen Organisation. Aber auf jeden Fall kann man feststellen, dass es sich um Personen handelt, die in dieser Gesellschaft keinen Platz gefunden haben. Das sind die Verlierer der Gesellschaft, würden Sie das so sagen? Ich würde nicht unbedingt Verlierer sagen. Es sind Personen, die scheinbar entweder überfordert sind in dieser Gesellschaft oder eben ihren Platz nicht gefunden haben. Das können auch durchaus Bildungsbiografien sein, die erfolgreich sind, aber trotzdem hier nicht angekommen sind. Was können denn Sicherheitsbehörden, was können Sie tun, um solche Biografien zu verhindern oder um auch Leute wieder rauszuholen aus dem Extremismus? Zentral ist das tatsächlich, dass man solche Prozesse frühzeitig erkennt. Das heißt, hier brauchen wir eine Prävention, die sehr früh ansetzt, die versucht, Veränderungen halt wahrzunehmen, die versucht aber vielleicht auch dann, wenn diese Veränderungen da sind, mit den Leuten zu arbeiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir eine effektive Sicherheitspolitik, die tatsächlich auch reagieren kann und agieren kann, um dann im Notfall tatsächlich entsprechend entgegenzuwirken. Herr Abutam, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Was bleibt, ist eine große Unsicherheit. Wir alle müssen entscheiden, jeder für sich,
Was ist mit Restaurantbesuchen, Weihnachtsmärkten, Fußballspielen, Konzerten? Meiden wir das alles künftig aus Angst vor Terror? Ein kleines, nicht repräsentatives Stimmungsbild aus Erfurt und Stuttgart. Einfach mal die Polizeikontrollen bei uns auch ein bisschen verstärkt werden. Gerade das Thema Weihnachtsmarkt, was wir jetzt auch alles wieder so haben. Es schränkt es auch ein bisschen ein. Ich denke auch so, dass man ein bisschen skeptisch ist, jetzt da so einfach vorbeizuschlendern, weil ein Weihnachtsmarkt, wie man das vielleicht sonst geplant hatte, mit diesen Anschlägen jetzt, dass das vielleicht auch in Deutschland auch passieren könnte. Also die Gefahr war immer da. Ich hoffe alles Gute, dass man das auch die Weihnachtszeit ein bisschen genießen kann jetzt auch dadurch und dass das uns nicht so stark trifft. Also hier in Stuttgart, denke ich, sind wir noch relativ sicher, weil es jetzt nicht so eine Wahnsinnsmetropole ist, denke ich, wie Berlin oder vielleicht auch Paris oder Tokio oder so jetzt. Aber man macht sich schon Gedanken, gerade mit Kind irgendwie. Aber ich denke, dass Leute mehr an Grippe sterben als an Terroranschlägen. Prinzipiell widerstrebt es mir, dass diese Irren unseren Alltag beeinflussen. Aber letzten Endes kommt es, ja, ich sag mal, aus dem Bauchgefühl raus, vielleicht das Thema Menschenansammlungen tatsächlich etwas zu meiden. Es beschäftigt mich schon sehr stark, ja, und eine gewisse Wut manchmal, aber ich lasse mich trotzdem nicht beirren dadurch. Für die Politiker ist es, denke ich, schon schwer, so eine Situation, auch im Bezug darauf, was sie an die Öffentlichkeit preisgeben. Deswegen, man kann sie schon ein bisschen verstehen, dass sie jetzt erstmal selber überlegen müssen, wie handeln wir überhaupt in so einer Situation. Und ich komme aus Hamburg, ich habe Angst, in die Innenstadt zu gehen. Ich hoffe nicht, dass man sich so sehr verändern muss. Man hat es eigentlich immer im Hinterstübchen, mein Gott, kann irgendwas passieren, aber man hofft es natürlich nicht, dass sich die Welt mal irgendwann wieder beruhigt. Ja, das sind unsere Wünsche. Ja, das kann man nur unterstützen. Keine Kapitulation, nicht einschüchtern lassen. So sehen das die meisten. Manchmal kann diese Jetzt-erst-recht-Stimmung ja auch Kräfte freisetzen. Doch heute Morgen war da erst einmal das große Grübeln. Kann die Bundesliga am Wochenende stattfinden? Können Fußballprofis unbeschwert trainieren? Und trauen sich die Fans ins Stadion? Daniel Pinschauer mit einem Stimmungsbild rund um den deutschen Fußball. Am Stadion in Hannover packen die Fernsehsender ihre Technik ein. Es scheint erst einmal alles wie sonst auch, nach einem Abend, der nicht nur die Fußballwelt bewegt. Die knappe Durchsage gestern, rund 1,5 Stunden vor dem geplanten Spielbeginn. Das Spiel Deutschland-Holland wurde abgesagt. Wir bitten Sie, nach Hause zu gehen in Ruhe. Ja, das hat man schon gespürt, dass es natürlich die Spieler getroffen hat und dass sie auch verunsichert sind. Viele auch nicht wissen, wie es jetzt weitergeht am Wochenende. Kevin Trapp muss auch wieder zurück nach Paris. Das ist sicherlich nicht immer das schönste Gefühl. Aber sie reagieren natürlich unterschiedlich. Der eine ist ein bisschen gefestigter, der andere ist doch dann sehr besorgt. Und man hat schon gespürt, dass alle froh waren, dass sie jetzt nach dieser Länderspielreise abreisen konnten, dass sie nach Hause konnten, in ihr gewohntes Umfeld zu Familie und Freunden. Ein riesiges Polizeiaufgebot rund um das Stadion. Die genauen Gründe für die Absage werden auch später nicht veröffentlicht. Was bleibt, sind Wut und Angst. Insgesamt ist es kein schönes Gefühl. Es hat ja wieder der Terror gesiegt. Ne? Und das ist ja nicht richtig. Als Vater mit einer Tochter dabei. Und wir standen da drinnen, da sehen Sie ja nichts. Nicht so hier draußen. Sie stehen mitten im Stadion, was leer ist. Nachdem die Übungseinheit am Morgen abgesagt worden war, trainiert Hannover 96 heute Nachmittag wieder. Der Präsident des Vereins glaubt, dass es jetzt mehr und höhere Sicherheitsmaßnahmen geben wird. Das Stadionerlebnis könne sich ändern. Wenn die Maßnahmen deutlich entwickelt werden müssen, Kontrollmaßnahmen, dann befürchte ich ein wenig, dass sich die Kultur des Fußballs verändern könnte. Die Verunsicherung mindestens in der ersten Phase deutlich hoch sein wird. Also wir müssen sehen, dass wir dieses tolle Produkt, was wir haben, erhalten können. Polizeipräsenz und starke Sicherheitsmaßnahmen rund um Fußballspiele sind schon seit langem enorm. Bislang richtete sich das Hauptaugenmerk aber auf gewaltbereite Fans aus den verschiedenen Lagern. Diese unter Kontrolle zu bringen, ist schon schwierig genug. Jetzt kommt möglicherweise noch eine ganz neue, ganz andere Bedrohung auf die Sicherheitskräfte zu. Können die Beteiligten darauf schnell eingehen? Es ist völlig verständlich, dass die Clubs jetzt innerhalb von 2-3 Tagen, auch die DFL, nicht komplett darauf reagieren können. Man muss sich jetzt auf ein Wochenende vorbereiten. An dem Wochenende wird Bundesliga gespielt. Und ich glaube, bin sicher, dass die Sicherheitsbehörden, das DFL und DFB mit den Clubs, die die Spiele austragen am Wochenende, in Kontakt gehen werden, was alles getan werden muss, damit die Spiele sicher sind.
Dass am Wochenende gespielt werden soll, wurde heute bestätigt. Der DFB hat keine Anhaltspunkte, dass Spiele gefährdet sind. Es gibt keine konkreten Erkenntnisse auf jedwede Gefährdung von Spielen innerhalb der Bundesspielklassen. Insofern sind wir auch zuversichtlich, dass in dieser Risikoanalyse, wenn es entsprechende Erkenntnisse gibt, die Polizei und die Sicherheitsbehörden im Hintergrund eng mit den Veranstaltungen kooperieren und dann auch konsequent Maßnahmen umsetzen, bis hin zur letzten Konsequenz, gegebenenfalls einer Spielabsage natürlich. Und so bereiten sich die Vereine vor, so normal es eben geht, auf ihre Spiele am Wochenende. So wie die Fans auch. Sie sind natürlich geschockt von den Ereignissen der vergangenen Tage, wollen sich aber nicht von ihnen beeinflussen lassen. Angst im Unterbewusstsein, ja. Aber ich sage mir, warum soll ich mir jetzt, also jetzt aus persönlicher Sicht, den Spaß am Leben vermiesen lassen? Ich gehe trotzdem ins Stadion. Natürlich nicht so wie sonst auch. Ich weiß, es ist ja erst passiert, man muss jetzt mal abwarten, aber es ist schon mulmiges Gefühl, klar. Aber ich würde auf jeden Fall immer ins Stadion gehen. Ich glaube nicht, dass Deutschland da, ja, sich davon abschrecken lässt und dann seine Liebe zum Sport vergisst. Fußball in Deutschland, das war bislang auch immer große Stimmung im Stadion. Ob das auch am kommenden Wochenende so sein wird, ist fraglich. In Hamburg steht Freitagabend die erste Partie des Spieltags an. Dann soll, so ist die Hoffnung, das Spiel wieder im Mittelpunkt stehen. Und ich hoffe einfach, dass das erstmal alles gut ist und dass wir ein gutes Spiel sehen, dass die Zuschauer Freude haben, weil dafür ist ja der Fußball eigentlich auch da, ne? Nämlich, dass man auch Spaß hat und dass die Leute gerne kommen. Und das versuchen wir hinzubekommen. In Hannover ist niemand verletzt worden. Das Positive stellen alle Verantwortlichen heraus. Und trotzdem ist klar, die gestrigen Ereignisse werden das Erlebnisfußball auch in den höchsten Ligen verändern. Und in Dortmund begrüße ich jetzt Reinhard Rauball, den kommissarischen Präsidenten des Deutschen Fußballbundes. Guten Abend. Guten Abend, Name 1. Mit Mut und Entschlossenheit ein Zeichen zu setzen, ist man gestern angetreten. Jetzt überwiegt fast das Gefühl, beinahe Zeuge eines Terroranschlags gewesen zu sein. Wie sehr empfinden Sie den gestrigen Abend auch als Niederlage? Ich empfinde ihn als Sieg, als den Sieg der Systeme und Methoden der Sicherheitsbehörden, die voll und ganz gegriffen haben und die verhindert haben, dass hier ein Blutbad über die Bevölkerung, die Fans und die sonstigen Beteiligten dieses Spiels, auch der Spieler nicht nur unserer Mannschaft, sondern auch der Spieler der Niederlande verhindert werden konnte. Das ist das Prinzip Sicherheit first. Das Prinzip Sicherheit immer first, das ist ganz klar. Der Fußball weicht nicht zurück vor Gewalt und vor Terror. Aber Menschenleben haben absolut Vorrang und bei einer solchen Interessenabwägung muss man automatisch dazu kommen, dass man die Menschenleben schützt und dass man diese Maßnahmen dann auch so trifft, wie sie gestern von den Sicherheitsbehörden, von beiden Innenministern, also von Niedersachsen und auch von Lothar de Maizière aus dem Bund getroffen worden sind. Fußballspiele sind ja auch ohne Terrorwarnungen von großem Sicherheitsaufgebot, von Polizei und Ordnern begleitet. Muss es denn jetzt Veränderungen bei den Sicherheitskonzepten geben? Also die Spiele in Deutschland haben immer gezeigt, dass sie sicher aufgrund von Konzepten abgewickelt werden konnten. Das heißt, wenn neue Erkenntnisse gewonnen werden, die bestimmte Sicherheitsaspekte in den Vordergrund rücken, dann muss man natürlich auch Sicherheitskonzepte überprüfen, ob diesen neuen Herausforderungen auch Rechenschaft getragen wird. Und ich denke, dass man das gründlich analysieren wird. Und dass wir dann überlegen, was noch zu machen ist gegenüber dem, was bisher üblich war. Und ich bin sehr sicher, dass die Behörden vor Ort, denn das sind die Zuständigen, die Polizisten, die Polizei vor Ort, zusammen mit den Vereinen, übrigens auch mit dem Gastverein, dass gegebenenfalls mit dem LKA und dem BKA, dass da die nötigen Entscheidungen getroffen werden, die dann auch greifen. Die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sollen ja am Wochenende stattfinden. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen? Ja. Die ist uns nicht schwer gefallen. Ich sagte ja eingangs schon, der Fußball weicht nicht vor Gewalt. Wichtig ist nur, dass wir die richtigen Konzepte haben, dass die Leute auch das Gefühl haben, das ist hier sicher für uns. Und ich vertraue den Sicherheitsbehörden, dass sie die richtigen Schritte dort tun. Und
es hat sich gezeigt in Deutschland, denn es ist noch kein, musste noch kein Spiel deswegen abgesagt werden, weil Gefahren drohten. Und das denke ich und hoffe ich auch, dass das in Zukunft auch der Fall sein wird. Herr Raubal, die Nationalspieler haben ja innerhalb von 5 Tagen 2 Schockerlebnisse in Sachen Terror zu verkraften gehabt. Wie kann es denn gelingen, dass die Spieler am Wochenende befreit sind davon, das wegstecken? Ja, das ist eine gute Frage und ich würde es am liebsten so beantworten, dass ich sage, da stecken die Spieler weg. Aber ich weiß definitiv aus Gesprächen mit Joachim Löw und Oliver Bierhoff, mit dem ich gerade noch gesprochen habe, dass wir uns um den einen oder anderen Spieler doch etwas genauer kümmern sollten. Denn das ist an mindestens 2 Spielern nicht spurlos dran vorbeigegangen. Was man gut verstehen kann. Vielen Dank für das Gespräch nach Dortmund, der kommissarische DFB-Präsident Reinhard Raubal. Es sind auch Tage der großen Gesten und Gefühle. Verunsicherung gibt es, ja. Aber auch ein trotziges Jetzt erst recht. So wie im Londoner Wembley-Stadion gestern Abend, als England und Frankreich ein Freundschaftsspiel im besten Wortsinn austrugen. Gänsehaut pur bei der Marseillaise, der französischen Nationalhymne. Ernüchterung pur dagegen. Nach dem Traurigen gehen Sie bitte nach Hause von Hannover. Bleiben Sie bitte ruhig. Es ist keine Gefahrendrohung im Anmarsch oder sonst irgendwas. Gehen Sie einfach ganz normal nach Hause, bitte. Das Spiel findet nicht statt. Ja, viel größer kann der Unterschied in der Stimmung kaum sein, wie gestern zwischen London und Hannover. In Stuttgart begrüße ich den Chef der deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Abend, Rainer Wendt. Guten Abend, hallo. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage gestern rund um das Stadion in Hannover? War diese Absage des Spiels aus Ihrer Sicht unvermeidlich? Ja, ganz bestimmt. Den Sicherheitsbehörden blieb eigentlich bei dieser Erkenntnislage kaum eine andere Möglichkeit. Ich will auch gerne sagen, dass mich 2 Dinge bei diesem Vorgang sehr beeindruckt haben. Das eine ist die Haltung von Verbänden, Vereinen und auch Fanvertretungen, die großes Verständnis für die Polizei und diese Entscheidung signalisiert haben. Und das zweite ist das Verhalten der Menschen vor Ort. Das war schon beeindruckend, finde ich, wie die Menschen ruhig den Anordnungen der Polizei Folge geleistet haben. Da war keine Panik. Und trotz dieser großen Enttäuschung, die die Menschen ja bestimmt verspürt haben. Jetzt ist ja die Frage, wie geht's weiter? Es gibt eine Menge Ziele, die schwer zu schützen sind. Werden wir als Folge der Terrorbedrohung deutlich mehr Polizei auf den Straßen und Plätzen haben? Das haben wir ja jetzt schon. Die Polizei hat ihre Maßnahmen schon verstärkt. Man sieht ja schon mehr Polizistinnen und Polizisten, die in der Öffentlichkeit im Rahmen unserer Möglichkeiten, Sie wissen, dass die personellen Möglichkeiten eingeschränkt sind, aber wir tun da, was wir können, um den Menschen auch Polizistinnen und Polizisten zu präsentieren und damit auch zu zeigen, wir sind da und wir sorgen für Sicherheit. Aber alle diese Großveranstaltungen, von denen jetzt die Rede ist, ob das die Weihnachtsmärkte sind, die Konzerte, die vielen Gottesdienste, die kommen werden und eben auch der Fußball. Das sind ja alles integrale Bestandteile der Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und das werden wir uns nicht kaputt machen lassen. Und sofern die Polizei auch nur irgendwie in der Lage ist, werden wir das alles mit unseren Kräften schützen. Schauen wir, Herr Wendt, noch mal auf den Fußball. Am Freitag gibt es ja wieder Bundesliga oder ab Freitag. Wird sich da am Sicherheitskonzept was ändern müssen? Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob man mit den üblichen Krawallmachern rechnet oder eventuell sogar im schlimmsten Fall mit schwer bewaffneten Terroristen. Die Polizei ist darauf eingestellt und wir haben viel Erfahrung damit vor Ort. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man da tun kann. Mit den Entscheidungsträgern, nicht nur der Polizei, sondern auch mit den Entscheidungsträgern der Vereine, der Mannschaften,
zu sprechen, sich die Sicherheitskonzepte noch einmal genau anzuschauen und dann in aller Ruhe, ohne Hektik und ohne Panik zu verbreiten, mögliche Optimierungspotenziale definieren und das dann auch realisieren. Aber wir werden aus dem Fußball keine waffenstarrende Veranstaltung machen und das Stadion wird auch kein Hochsicherheitstrakt werden. Die Maßnahmen, die bisher in der Vergangenheit gegriffen haben, sind ja schon vielfältig. Ausgehend von dem Konzept sicheres Stadionerlebnis der DFL haben sich in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Monaten vor allen Dingen auch die Sicherheit in den Stadien erheblich verbessert. Da haben die Vereine wesentliche Beiträge zugeleistet und das wird auch in Zukunft so sein, ohne Hektik, ohne Dramatik. Und ich hoffe, dann werden wir auch dieses mulmige Gefühl schnell wieder loswerden. Herr Wendt, letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was raten Sie denn denen, die jetzt unsicher sind, ob sie zu einer größeren Menschenansammlung überhaupt noch gehen sollen? Gehen Sie hin und freuen Sie sich des Lebens. Unsere Lebensfreude stellen wir der Fratze des Terrorismus entgegen und deshalb sind wir besser. Das waren nochmal klare Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Rainer Wendt. Das war unser ZDF-Spezial. Die Kolleginnen und Kollegen des Heute-Journals bringen Sie zur gewohnten Zeit aufs Laufende. Und jederzeit gibt's Nachrichten auf heute.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hier geht's jetzt weiter mit Aktenzeichen XY. Unter anderem mit der Fahndung nach Salah Abdeslam, nachdem im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris gefahndet wird. Auf Wiedersehen.